Grüß Gott, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für das Ötztal. Es geht weiter mit dem ständigen Auf und Ab. Nachdem am Wochenende der Hochsommer vorbeigeschaut hat, kommt jetzt der Absturz. Doch bald kehren Sonnenschein und Wärme zurück. Und es gibt Übergangstage mit Sonnenschein und mit Quellwolken. Das sieht dann so aus wie auf unserer Livecam. Der Dienstag ist eher der Übergang hin zum Absturz. Es gibt nur wenig Sonnenschein, mehr Wolken und im Laufe des Tages teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Unten am Talausgang noch einmal dampfige 22, 23 Grad, aber oben auf den Höhen, da merkt man schon die deutliche Abkühlung. Am Freitag, am 15. Juli, sind am Biburger See die Regensburger Domspatzen zu Gast. Das Konzert beginnt traditionell mit geistlicher Musik und anschließend erklingen zahlreiche Werke von berühmten Komponisten. Romantische Chormusik oder auch deutsches und internationales Volksliedgut. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert nach drinnen verlegt. Infos dazu gibt es direkt in den Touristeninfos vor Ort. Und Sie bekommen jetzt direkt von mir die eher etwas trüblichen Aussichten für Mittwoch und Donnerstag. Viele Wolken und auch zeitweise Regen. Oben kann es auch bis knapp unter 2000 Meter schneien. Freitag wieder eine Besserung, mehr Sonnenschein, weniger Schauer, höhere Temperaturen. Der Naturpark Ötztal feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Das wird beim diesjährigen Familienfest gebührend natürlich gefeiert. Kunterbunt ist die Mischung der Erlebnisstationen für Groß und Klein. Die Themen reichen von Farnen, Fledermäusen, Vögeln und Ameisen bis zu Klima und auch Gletschern. Für Köstlichkeiten ist bestens gesorgt. Das Fest startet dann um 13 Uhr, dauert bis 17 Uhr am Sonntag, 17. Juli. Und dazu das Wetter, eher wechselhaft im Laufe des Tages. Ein paar kräftige Schauer und Gewitter. Der Samstag, der ist der perfekte Tag. Auch für Ausflüge hoch oben auf dem Berg ist es angenehm warm und sonnig. Und am Montag gibt es auch zum Start in neue Woche ein paar Schauer und Gewitter. Das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne, erholsame Zeit. Viel Spaß bei uns im Ötztal. Bis zum nächsten Mal. Servus.